Auftragen, rechte Hand, polieren, linke Hand. Was damals in Karate Kid noch gereicht hat, um diese uralte Kampfsportart zu erlernen, wird man in Karate Spirit vergeblich suchen. Hier verteidigt man sich gleich mit Fäusten und Fußtritten gegen zerstörerische Kampfbälle, mörderische Holzbretter oder tödliche Ninja-Geschosse. Und damit wieder herzlich willkommen zum neuesten Spieletest hier auf petspielen.de. Und diesmal mit einem kleinen Leckerbissen. Karate Spirit ist nämlich eines der wenigen Online-Spiele, das ihr mit einem Gamepad steuern könnt. Wobei hier die Gamepad-Steuerung eine nette Idee ist, aber man sich fragt, warum. Denn gesteuert wird das gesamte Spiel nur mit drei Tasten. Und diese sorgen einfach dafür, ob ihr nach oben, unten oder einfach geradeaus zuschlägt. Das Spiel selbst bietet eine nette 3D-Grafik. Der Kämpfer sowie sein Lehrmeister sind nett animiert, flüssig und ohne irgendwelche Abhackungen. Da fällt es umso schwerer, dass die restliche Grafik etwas lieblos daherkommt. Wie ihr seht, haben die umherfliegenden Bälle nicht mal Schatten. Wobei man fairerweise sagen muss, dass Schattenberechnung wahrscheinlich das Spiel ziemlich langsam gemacht hätte. Vom Umfang her bietet das Spiel insgesamt 16 Level. Wobei Umfang ist hier schon etwas großzügig ausgedrückt. Insgesamt gibt es 4 verschiedene Spielvariationen. Dabei müsst ihr die höheren Level freischalten, indem ihr in jedem Level eine gewisse Anzahl von Sachen trefft. Ihr schaltet damit auch einen Survival-Modus frei, indem ihr versuchen müsst, so viele Gegenstände wie möglich abzuwehren und keinen an euch vorbeikommen zu lassen. Leider bietet Karate Spirit keine Story, kein Intro, keine Hintergrundgeschichte, nicht mal einen kurzen Satz, was eure Motivation ist. Dies fällt umso schwerer ins Gewicht, da das Gameplay bzw. auch das Leveldesign sehr monoton und eintönig wird. Die 4 Aufgaben unterscheiden sich kaum, es geht immer darum, in eine bestimmte Richtung zu schlagen und so kommt schnell Eintönigkeit auf. Hier muss man wirklich sagen, es befinden sich viele gute Ideen in dem Spiel, aber leider sind sie nicht konsequent umgesetzt bzw. lieblos präsentiert. Von dem her können wir nur eine eingeschränkte Empfehlung geben. Wenn euch das Video nicht anspricht, dann wird euch wahrscheinlich auch das Spiel selbst keinen Spaß machen. Und das war's mal wieder von unseren Spieletests hier auf Fett Spielen. Wir sehen uns beim nächsten Mal.